Hallo Leute, ich spiele jetzt mal einen Fußballmanager. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank.
Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Los, schieß, Junge! Gutes Auge für den Mitspieler. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Gute jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und jetzt muss er schießen. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Oh, leicht sind die Ergebnisse. Davon könnten wir jetzt profitieren. Krasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Also wenn der Keeper so weiterhält, dann kann der Trainer beim besten Willen nichts, aber auch gar nichts aussetzen. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Genau in den Lauf. Und das passt. Und der ist drin. Und die Fans sind da und feiern. Da hält es natürlich kein mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor gekommen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Ja, das macht er gut. Per Kopf. Da sieht er die Lücke. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Weltklasse vom Schlussmann. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Genau in die Arme des Torhüters. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Oh, per Kopf, warum nicht? So setzt man natürlich die Abwehr. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Ja, und wenn das kein Abseits war, dann weiß ich es auch nicht. Doch, klar, war es. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung noch mal ganz deutlich. Klasse Pass und jetzt hat er Platz. Na, wohin spielt er den? Ja, man kann es noch mal probieren. Und Tor, unglaublich, was für ein Jubel. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Also wenn das so weitergeht. Ja, das war mal eine Gefahr, jetzt ist es keine mehr, der Ball ist geklärt. Kein Problem für den Abwehrspieler nach diesem ungenauen Zuspiel.
Marco, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Ja, da steht er völlig frei. Ja, davon hatten wir heute schon reichlich. Erneut ein Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Alle anderen hat nur noch den Torwart vor Augen. Boah, das sieht gut aus. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Klasse Ball und das über diese Entfernung. Ja, wichtig ist, dass man über die Außenposition versucht, zum Erfolg zu kommen. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz... Ja, den muss er als guter Torhüter auf Hartnett bauen. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Ja, wer bitteschön aus der eigenen Mannschaft hätte dieses Zuspiel verwerten sollen? Konzentrieren sich jetzt auf die Abwehrarbeit und das sieht hervorragend aus. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ganz souverän, wie der Ball hier durch die Reihen läuft. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also den muss er jetzt verwandeln. Jetzt kommt die Flanke nach innen. Und was für ein Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und wieder trifft er. Nach den ersten 45 Minuten steht es 4:0. Wenn Sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Wunderschönes Zuspiel. Richtige Entscheidung. Nutze die Chance. Oh, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Und mit den Toren scheint das heute überhaupt kein Ende mehr zu nehmen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Miserable Leistung des Torhüters ohne Wenn und Aber. Und der Trainer soll ihn jetzt eigentlich auswechseln. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Die Abwehrarbeit ohne Fehl und Tadel. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Und den hat er super rausgeholt. Ja, da halten Sie den Torhüter doch mächtig auf Trab. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Achtung, jetzt brennt's! Das war knapp. Ja, das war ganz knapp. Und sie hätten ihre Führung durchaus ausbauen können. Also der Ball.
Ball scheint ihm förmlich ab. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, bloß weg damit. Und da lässt der Torwart überhaupt nichts anbrennen. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Alle Achtung, klasse Leistung des Verteidigers. Nicht schlecht. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Vorgenommen. Also so sollte man den Ball besser nicht verlieren. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, das sieht vielversprechend aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus für die Verteidigung. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Ja, warum nicht? Da rettet die Latte. Weltklasse. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Bevor es von hier oben gleich zu erkennen, wir wissen, machen nicht mal den Platz der Seite. Und der hat wirklich nicht lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindelig. Sieh ab, Junge. Der Torhüter macht das Spiel seines Lebens, Tom. Unglaublich, was dieser Mann leistet. Ja, guter Abwurf vom Keeper. Und mit dem langen Pass hat er kein Glück. Also diese Abwehrreihe steht heute glänzend. Ja, das könnte eine gute Chance werden. Aber und ein weiterer Treffer. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und jetzt muss der Trainer reagieren. Bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. So im Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Ah, großartiges Zuspiel. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, das könnte eine Möglichkeit geben.
Und jetzt die Frage, kommt er vorbei? Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Großartige Aktion des Torhüters bei diesem Konter. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter.
Ungefähr die Hälfte der Spiele ist jetzt absolviert und die Zuschauer fragen sich eigentlich, ja, was machen diese beiden Mannschaften? Die stehen im Moment noch so im Niemandsland der Tabelle und keiner kann abschätzen, geht es eher nach oben oder geht es eher nach unten? Ja, das ist richtig, Tom, aber das ist ja gerade der Reiz dieser Partie eigentlich. Also die Mannschaft, die heute gewinnt, die kann eben den entscheidenden Schritt machen in die richtige Richtung, nach oben. Und die, die verlieren, die müssen sich dann schon wieder nach unten orientieren. Also ich freue mich auf diese 90 Minuten. Sie werden immer offensiver. Da hat der Ball überhaupt nicht getroffen. Sieht man hier. Und deshalb weit am Tor vorbei dieser Schuss. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Er findet den freien Mann. Junge! Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Tja, und wenn Sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Da gefällt dem Trainer. Los, schieß, Junge! Nutze die Chance. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Ja, gutes, druckvolles Spiel. Und gleich haben sie sich einen Eckball erkämpft. Ja, das ist eine Faustabwehr nach diesem Eckball. Jetzt ist er fast durch, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Ja, oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Ah, der war schon in der Linie. Es gibt Eckball. Also das war, nee, das war ein völlig missglückter Eckball. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da. Achtung, da ist alles noch drin, obwohl er voll mit den Fingerspitzen da klasse den Ball abgewehrt hat. Was für ein Schuss aus der Distanz. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Er spielt nicht nur den langen Ball, der kommt auch noch genau an. Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Wunderschöner Treffer, hat die Chance genutzt. Bloß weg damit. Ja, man kann es doch mal probieren. Was für ein Tor. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Und wenn man sich die Spielanteile beider Mannschaften betrachtet, dann muss man sagen, der Ausgleichstreffer geht völlig in Ordnung. Ah, wunderbar gesehen. Für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Ja, ganz klar, gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Tja, das hätte die Führung sein können. Schade eigentlich.
wie sie den Ball zurückerobert haben. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Da sieht er die Lücke. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß rein. Ja, und wenn es spielerisch mal nicht läuft, dann kann man es auch mal mit einem Distanzschuss probieren. Und auf den Tribünen wird sich mancher sagen, na da schieße ich den Ball auch noch hin. Wunderbarer Pass. Ja, und jetzt spielt fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Da köpft ihn erstmal weg. Ein wunderschöner Pass. Und das sieht. Glaubt, da war keiner mehr dran. Abstoß. Oh, das sind zwei Mannschaften, die nehmen sich nicht viel. Da können wir uns, glaube ich, auf die zweite Halbzeit freuen. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Was für ein Tor! Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Oh, das müssen Sie aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Treffer erzielt. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Die halbe Miete ist eingefahren. Sie hatten in den ersten 45 Minuten zwar deutlich weniger vom Spiel, aber wenn sie dann mal vor dem gegnerischen Kasten aufgetaucht sind, hat es meistens geklingt. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Ganz alleine stand er da, ganz alleine, aber leider halt auch. Im Abseits. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. Gut mit der Brust angenommen und sofort den Ball kontrolliert. Klasse. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat, hat den Ball zurückerobert. Tor! Sie haben die Chance genutzt und diesen wichtigen Treffer erzielt. Ja, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Ja, da kann man nicht meckern. Schon sein fünfter Treffer in diesem Wettbewerb. Klasse Aktion.
Schönes Zuspiel zum freien Mann. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Ja, das sieht gut aus. Der Abwehrleistung den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Genau richtig gesehen. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. So wollen wir das sehen. Ja, und das kann er. Die beste Spiel aus dem Fußgelenk. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Natürlich wollte er den Ball treffen, aber er hat den Gegner erwischt und deswegen korrekte Entscheidung gelb. Ja, damit haben jetzt schon zwei Spieler gelb gesehen, jetzt müssen sie aufpassen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Jetzt die Augen nur und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wer da. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. Ja, das Zweikampfverhalten will der Trainer sehen. Da freut er sich. Klasse, wie er den spielt. So eine. Jetzt ist er ganz frei durch. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Ja, das ist aber ein ganz einfacher Ball für den Torwart. Ein Weltklasse-Pass. Jetzt haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, so schnell kann es gehen, eben noch in der Offensive. Und plötzlich klingelt es im eigenen Tor. Aber das war ein klasse Konter. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. So, die Fahne ist oben. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Ich kann von hier oben sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Na, da freut sich die Abwehr bei solch einem Zuspiel. Ja, warum denn nicht? Das war richtig knapp. Ja, das war ganz knapp und sie hätten ihre Führung durchaus ausbauen können. Das ist ja unglaublich, wie der die. Und der knallt an die Latte. Ah, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, dieses. Also eins muss man ihn lassen, sie haben nicht aufgegeben. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, Wahnsinn. Er hat alle Karten aufgedeckt, alles nach vorne geworfen. Selbst der Torhüter war mit im 16er und sie haben tatsächlich den Treffer nach diesem Eckball erzielt. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern, der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Die Spieler machen sich warm. Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen.
gespielt. Ja, der wäre durch gewesen. Abseits. Glück für die Abwehr. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als zufrieden sein. Thank you.
liebe Zuschauer, vor der heutigen Partie, da prickelt's wieder, Sebastian. Die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig. Und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen. Und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Damit öffnet er das Spiel. Schöner Spielzug. So eine Gelegenheit, genau in den Winkel. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Großartiger Treffer, so wollen wir ihn sehen. Voll Entschlossenheit. Und nach nur 3 Minuten gehen sie in Führung. Ja, schön geht's jetzt über die Flügel. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ganz souverän. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Jetzt hat er den Platz. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, was soll ich da für ein Risiko eingehen? Da spiele ich den Ball halt einfach ins Seitenaus. Gut eingeschätzt. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurück erkämpft. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Ja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Und hier schauen wir uns noch mal die Wiederholung an. War das abseits? So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Riesenmöglichkeit. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Nach vorne geklärt. Und jetzt geht er vorbei, jetzt ist er da und der geht rein und jetzt ist er drin. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, und das ist eine Spezialität dieser Mannschaft. Das Konterspiel, das passt einfach und davon konnten wir uns gerade wieder überzeugen. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Los, schieß, Junge. Und den Treffer können wir uns gerne noch 3-4 Mal anschauen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, das war ein klasse Tor. So kennen wir das von ihm aus vielen anderen Spielen auch. Oh, in
solch einer Situation Fehlpass. Das kann teuer werden. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Also das sieht mir nach einer Verletzung aus, aber es gibt nicht mal eine gelbe Karte. Ja, da sagt der Torwart, Dankeschön, überhaupt keine Gefahr. Und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, gefällt dem Trainer. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Schön abgeblockt den Ball. Da steht die Mauer genau richtig. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. So, gute Faustabwehr und jetzt müssen sie neu aufbauen. Souverän gemacht, aber das war auch im letzten Augenblick. So, jetzt geht es erstmal für eine Viertelstunde in die Kabinen. Der Spielstand 2:1. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. So, den muss er jetzt verwandeln. Und der Ball ist drin. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, das geht schon in Ordnung. Sie haben sich diesen Ausgleichstreffer verdient. Klasse. Und das über diese Entfernung. Schöner Kopfball. Ja, da musst du dir was einfallen lassen. Die Lücken suchen, aber es gibt im Moment überhaupt gar keine. Und er findet den freien Mann. Und jetzt ist die Frage, können sie Kapital? Und jetzt muss er schießen. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Oh, das sieht doch gefährlich aus. Und was für ein Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. So, jetzt können Sie es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nach diesem Führungstor soll der Gegner doch mal kommen. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. So,
So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Mit den Fingern, was für ein Tor. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Der Freistoß, den muss er geben. Er war ja noch nicht mal am Ball. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Ja, gut gehalten, aber den Ball muss er auch unter Kontrolle bringen. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Das geht gelb. Zu harter Einsatz, sagt der Schiedsrichter. Foul. Jetzt die Augen nur nach auf. Und er geht erst an den Pfosten und dann ins Tor aus der Ball. Also die sind heute richtig gut drauf, das muss man wirklich sagen. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Warum macht der Schiedsrichter da nichts? Das muss er unterbinden. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Klasse, wie er den spielt. So, das ist jetzt für den Angriff eine gute Ausgangsposition. Ja, ich kann von meinem Kommentar. Knackst du am besten eine Abwehr über außen? Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Klug gespielt. So, damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Zieh ab, Junge! Und er geht über die Linie! Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus! Herrlich! Das ist unglaublich! Alle waren die vorne, hinten das Tor! Das war überhaupt nicht mehr abgesichert. Und jetzt ist es der Torwart selbst, der den Ball im gegnerischen Kasten versenkt. Was für ein Treffer! Wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ja, jetzt müsste er in die Lücke reinspielen. Eine schöne hohe Tor! Sie haben die Chance genutzt und diesen wichtigen Treffer erzielt. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Ich glaube, das war eine wichtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel.
nicht ganz perfekt. Also sie stecken hier nicht auf, das muss man ihnen lassen. Und der Schlusspfiff beendet ein tolles Spiel, das auch torreich war. 6:2 der Endstand. Thank you.
So, wir befinden uns jetzt mitten in der Qualifikationsrunde. Die Fans sind wieder zahlreich ins Stadion geströmt und beide Trainer können heute auf ihre Stars setzen. Und deswegen wird es wohl auch, Sebastian, eine packende Partie werden. Ja, das denke ich auch. Ich kann die Fans verstehen, dass sie hier so zahlreich erschienen sind. Also wenn man mal schaut, wer da alles auf dem Platz steht, das wird doch sicherlich ein richtig gutes Fußballspiel in dieser Qualifikationsrunde. Und ich freue mich eben schon drauf, auf all die Technik und die Tricks dieser Spieler. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Und der Ball war ganz präzise gespielt. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Der Torwart stößt ab. Da sieht er die Lücke. Oh, er trifft die Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und er trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Abseits pfeift der Schiedsrichter. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Tja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Ja, für den Stürmer natürlich bitter. In der Abwehr stehen sie gut und jetzt stand er auch noch im Abseits. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Nutzt er die Chance? Er kriegte irgendwie nicht genug Präzision hinter den Ball und so ist das natürlich überhaupt kein Problem für den Keeper. Weit nach vorne geschlagen. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Ja, das war aber keine gute Flanke. Zieh ab, Junge! Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Das war eine klasse Parade des Torhüters. Das war ein richtiger Zuckerpass. Weltklasse! Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Jetzt die Augen nur nach. Das war aber ganz eng. Wie er den spielt. Und der Schiedsrichter erkennt auf Abseitsstellung. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Und schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Jetzt kommen, den muss er doch eigentlich verwandeln. Der hat einen guten Distanzschuss. Und der Ball ist drin. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Und jetzt fängt das Zittern nochmal an. Der Anschlusstreffer ist da. Nicht schlecht.
Kurzer Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Krasser Schuss aus der Distanz. Gegen die Latte. Schon wieder Pfosten. Ah, der sitzt. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Tja, den will anscheinend niemand anders, dann nehme ich ihn halt. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ein Weltklasse-Pass. Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Und der passt genau in den Knick. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend. Schaffen Sie den Ausgleich noch? Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Schöner Spielzug. Was für ein Tor! Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Also wenn er nach dem Spiel zum Akteur des Tages gewählt wird, dann er, Patrick. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Also so sollte man den Ball besser nicht verlieren. Halbzeitresultat hier 4:2. Es geht weiter mit der Partie, hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch, die Spieler sind alle da. Auf geht's. Mit viel Übersicht gespielt. Über solch ein Zuspiel. Das ist ja kaum zu glauben, er hält den Ball. Die erste gute Aktion des Torhüters in diesem Spiel. Klug gespielt. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Hat er den Platz. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Ja, was für ein Tor. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. So, und jetzt ist Pfeffer drin hier in der Partie. Anschlusstreffer. Und so wie es im Moment läuft, traue ich Ihnen jetzt auch noch den Ausgleich zu.
absolut. So, den muss er jetzt verwandeln. Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange. Nur raus damit. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, den hat er gut gehalten, aber für den Stürmer ist noch was drin. Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeig ich da eine Karte oder nicht? Der hat er nicht lange überlegen müssen, das ist gelb. Ja, das war jetzt eine falsche Entscheidung des Schiedsrichters. Das war ja nur ein harmloses Foul. Also dafür eine Karte zu zeigen, da hat er völlig überreagiert. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ein Stoß jetzt nach dem anderen auf sein Tor. Jetzt kommt es vor allem auf den Keeper an. Ja, auch das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Ja, wie um alles in der Welt kann man dieses Foul nicht sehen. Das gibt es doch gar nicht. Ja, wirklich guter Volley. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Ja, das sieht gut aus. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, früh abgefangen, der Ball im Mittelfeld. Foul. Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für diese Aktion keine Karte sieht. Es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Wow, und der landet auch noch genau beim Mitspieler. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Super gemacht. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Schöne Flanke. Ja, der geht an den Pfosten, aber aufgepasst noch. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Schön geklärt. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, worauf wartet er eigentlich noch? Könnte jetzt flanken? Au, oh, geht das hier heute knapp zu. Und die Frage ist natürlich, schaffen sie jetzt so kurz vor dem Abpfiff vielleicht doch noch irgendwie den Ausgleich? Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Ja, und den Ball spielt er weit nach vorne. Ja, und gerade im Spielfeldzentrum, da stehen sie kompakt, da sind sie gut drauf im Moment. Achtung, jetzt brennt's. Das war der Pfosten.
kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Achtung, genau in den Lauf. Klasse Stellungsspiel des Verteidigers hier. Und dieser Erfolg bedeutet ab in die nächste Runde. Spieler beider Mannschaften, das wissen wir ja aus den vergangenen Begegnungen, die wollen sich beweisen. Die wollen zeigen, dass sie gut in Form sind und wir können uns, glaube ich, auf eine packende Begegnung freuen. Klasse Zuspiel. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Und den muss er jetzt verwandeln. Na, rechnet auch der Gegner jetzt sicher mit einer Flanke.
Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Super gemacht. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Guter Spielzug. Los, schieß, Junge. Genau in den Winkel. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Und jetzt hängt sie nach vorne. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Und jetzt muss er schießen. Und der ist drin. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Ja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Jetzt die Augen nur und der ist drin. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Ja, das war sein Ball. Das war sein Ball. Ein wunderbarer Pass. Jetzt hat er den Platz. Ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert. Auf gefährliche Eckball. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Und bei der... Ja, da rettet der Pfosten. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, die Frage ist nur, nützt das was oder ist das im Prinzip eigentlich nur Ergebniskorrektur? Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und das sieht klasse aus, wie sie im Mittelfeld postiert sind, wie sie ihre Positionen einnehmen. Flankt er jetzt. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus, aber sie liegen halt immer noch mit einem Treffer in Rückstand. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Gute Kopfballtechnik. Riesenmöglichkeit. Und mit dem Treffer hat er jetzt den Ausgleich erzielt. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Ja, wird es hier einen Sieger geben, fragen Sie mich was Leichteres. Es steht unentschieden. Ja, da steht hier überhaupt niemand. Schwaches Zuspiel. Jetzt müsste er flanken. Anspielstationen sind da. Hoch in den 16er. Und er trifft. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Oh, das hat er gut gesehen. Ja, da hat er noch nicht mal den Ball gehabt. Freistoß. Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für diese Aktion keine Karte sieht. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Schussmann. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Und das über diese Entfernung. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln.
Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und so soll das aussehen. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Ha, wenn er jetzt getroffen hätte, dann würde sie nicht mehr hinten liegen. Kann er die Nutzer die Chance? Und nach den ersten 45 Minuten steht es 4:3. Was zählt im Fußball? Die Tore. Da können sie sich noch so viele Chancen herausarbeiten. Wenn sie nicht treffen, verlieren sie am Ende diese Partie. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Schöner Kopfball. Klasse Pass. Drei Köpfe nach vorne. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Und was für ein Treffer, absolute Spitzenklasse. Und das macht er mit viel Gefühl. Und am Ende ist der Ball im Tor. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Ballverlust und davon profitiert der Gegner. Gute Balleroberung, aber. Unglaubliche Parade. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Elegant angenommen. Ah, oh, der sah gefährlich aus. Achtung, jetzt brennt's. Das war ein Klassenschuss. Was soll er da anders machen? Am Ende war es halt einfach Pech, dass der Ball knapp über die Latte geht. Also die sind heute richtig gut drauf, das muss man wirklich sagen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, das war ja eine Völlig. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielen. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Guter Ball über eine weite Entfernung. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig.
wunderbarer Pass. Ja, der scheut überhaupt keinen Zweikampf und setzt sich durch in dieser Situation. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Nein, diesen Schuss musst du dich erstmal rein. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Junge. Elfmeter, ja, gelb. Schau noch mal. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Er konzentriert sich noch mal kurz. Oh, das gibt's nicht. Gehalten. Und jetzt sind natürlich seine Sprinterqualitäten gefragt, denn das Tor, das ist ja leer. Stellungsspiel des Abwehrspielers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ball kommt flach. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er den noch gelb zeigen müssen. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Jetzt kommt die Flanke nach innen, abgewehrt, vor eine gelegt, der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Klasse Zuspiel. So haben sie das im Training geübt. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Weltklasse, solche Bälle hat nicht jeder drauf. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Ja, da hat er den Braten gerochen. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer Partie, von der wir uns eine ganze Menge versprechen. Warum? Das zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Denn beide Mannschaften, Sebastian, sind im Prinzip als gleich stark einzustufen. Ja, muss man sagen, Tom, ich glaube, es wird ein ganz intensives Spiel werden. Und ja, Kleinigkeiten können heute den Ausschlag geben. Aber was sind diese Kleinigkeiten? Ist es das Taktische? Ist es das Kämpferische? Ist es die Kreativität? Also eine hochinteressante Partie. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, aus dieser Situation können Sie was machen. Wunderschönes Tor. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und der Trainer hat garantiert vor dem gewarnt. Passt auf den auf und er hat trotzdem wieder getroffen. Saisontor Nummer 30. Frühes Tor in dieser Partie. Nach 4 Minuten 1:0. Und sie werden immer offensiver. Ja, das hat er. Dankeschön. Heute erklärt ihr erstmal. Ja, gefällt dem Trainer. Na, das war Abseits. So, das schauen wir uns jetzt noch mal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Ah, da steht er vollkommen frei. Und der passt genau in den Knick. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, macht der hier noch eins? Das war schon sein zweiter Treffer. Ja, der Mann kann hohe Bälle schlagen. So, jetzt müssen wir langsam die Hereingabe kommen. So, der Verteidiger hat sich den Ball geschnappt. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampf. So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Oh, das nutzt er die Chance. Und Tor! Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Und jetzt fängt das Zittern noch mal an. Der Anschlusstreffer ist da. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Oh, da hätte er sich über eine andere Kartenfarbe nicht beklagen können. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war Abseits. Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Oh, klasse, der lange Ball. Foul. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte. Ja, deswegen steht die Mauer da. Er trifft den Pfosten. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen.
bloß weg damit. Das war ein richtiger Zuckerpass. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. So, jetzt wird's gefährlich. Hat nur... Oh, den hat er gehalten. Und wie? Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Oh, das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht. Und jetzt müssen sie hinten aufpassen. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Ja, wenn aus dieser... Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ja, das war klasse. Ja, wenn man es dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Ja, da bringt er zwar die Fingerspitzen noch an den Ball, aber der ist immer noch heiß. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Na, landet der vielleicht beim Gegner? So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Na, der hätte ein bisschen konzentrierter zum Kopfball gehen müssen. So war der Ball nicht drin. So, jetzt geht es erstmal für eine Viertelstunde in die Kabinen. Der Spielstand 2:1. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Das war ein guter Kopfball. Zieh ab, Junge! Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Sein. Ja, schön, da lassen sie den Ball laufen. Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihn dran. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. So, jetzt müsste den Ball da reingeben. Ja, den kann er nicht festhalten. Die nächste souveräne Abwehraktion. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, auf beiden Seiten jeweils eine Auswechslung. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen.
Ja, jetzt versuchen sie hinten dicht zu machen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Genau so stellen wir uns das vor. Geklärt die Angelegenheit. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball, um Himmels Willen raus. Fantastisch die Parade, da muss er sich ganz, ganz lang machen. Bringt den Ball gut unter Kontrolle. So, den muss er jetzt verwandeln. Und jetzt muss er schießen. Riesenmöglichkeit. Und das passt. Jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Und der trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Gelegenheit, Achtung jetzt! Tja, auf beiden Seiten will man noch mal für frischen Schwung sorgen. Es wird ausgewechselt. Ja, das macht er gut, per Kopf. Klasse Stellungsspiel des Verteidigers hier. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Klar, haben wir ja heute schon reichlich gesehen. Und jetzt fällt noch ein Tor. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. Wunderschönes Zuspiel. Kopf nach vorne. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler. Und schon hat er sich da durchgesetzt. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja. Da halten sie den Torhüter doch mächtig auf Trab. Gut gemacht vom Keeper. Ja, die Frage nach dem Sieger hat sich heute nicht allzu lange gestellt. Kein Wunder bei diesem Ergebnis. 4:1. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss leider heute früher aufhören, aber ja, ich hoffe, dass es bald weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Und
Ja, ich würde mich über einen Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielen Dank. Also bis dann. Ciao.